Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 25. Oktober und ich hatte das letzte Mal angesprochen, dass jetzt hier das Wintergemüse auf der Finca Bijo im Westen von La Palma dran ist. Da stellt sich die Frage, was ist Wintergemüse und was baue ich überhaupt an, denn ich esse nicht alles. Ich esse zum Beispiel keinen Rosenkohl und auch keinen Grünkohl, deswegen fällt das hier schon mal flach, aber ich glaube auch nicht, dass das hier was werden würde. Es gibt einige Sachen, die ich nicht so mag, da gehört auch rote Beete oder überhaupt alle Beeteformen dazu. Und ja, sowas wie Spargel mag ich auch nicht. Es gibt Menschen, in Brenjabacha kenne ich welche, die haben Spargel angebaut. Der Joachim hat es hier auch mal probiert, das war vor dem Vulkanausbruch, da ist natürlich nichts mehr draus geworden. Er hat es jetzt nicht wiederholt, er isst gerne Spargel, ich kann das gar nicht essen. Und da zeige ich jetzt mal, was ich hier so anbaue und auch noch anbauen werde. Manches ist auch noch am Anziehen. Also bin ich gerade dabei, das anzuziehen, um das dann später noch in die Erde zu bringen. Ja, was ist hier das Wintergemüse? Hier hat mich ja noch mitten in der Asche noch. Ich zeige es gerade, hier ist überall noch Asche. Zum Obst komme ich auch noch mal, zum Winterobst. Hier sieht man Himbeeren, die gibt es jetzt auch gerade. Aber wir bleiben beim Gemüse. Hier habe ich ja Tomaten hier so auch reingesetzt, obwohl hier noch nichts frei ist, weil ich die Sorten ein bisschen getrennt halten wollte. Hier habe ich jetzt noch die Helsingyangchen. Die liefert auch noch Tomaten. Die sind noch grün. Gestern habe ich welche abgemacht. Allerdings sieht man hier deutlich, dass hier Mehltau kommt. Und ich schneide das heute auch alles ab, was Mehltau ist. Lass nur noch reifen. Hier ist eine rot geworden. Jetzt werden die auch ein bisschen röter, weil die Sonneneinstrahlung nicht mehr so intensiv ist. Vorher waren sie ganz dunkel im Sommer. Aber die muss jetzt hier raus. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum Tomaten hier kein Wintergemüse sein können. Aber die ist jetzt auch schon alt und die kommt heute auch. Also ganz weg mache ich sie noch nicht. Aber ich schneide die so weit zurück, zumindest erstmal die ganzen Mehltaublätter kommen weg. Die ist auch schon alt, die Herztomate hier, die Ochsenherztomate. Sehen die Blätter auch nicht mehr so gut aus. Die lasse ich nicht mehr blühen. Ich ernte nur noch die paar Tomaten hier ab. Und dann ist Schluss damit. Die restlichen Tomaten habe ich schon fast alle raus. Ja, Wintergemüse, Erbsen. Auf alle Fälle. Erbsen sind hier Wintergemüse, genauso wie Kohl. Den Samen habe ich geschenkt bekommen, das sollte Brokkoli sein. Ich habe jetzt mal nachgefragt, ob derjenige sich sicher ist. Das sieht mir nach Blumenkohl aus. Hier ist wieder ein Spinnennetz, da muss man mal aufpassen. Spinnenfaden. Weil sich hier nämlich auch alles schließt. Das ist typisch für einen Blumenkohl. Man sollte immer viele anpflanzen, denn die beiden, ja, leider ist meine Wildkamera so empfindlich, dass sie bei Wind ununterbrochen angeht. Ich kann sie gar nicht hier hinstellen, um mal zu gucken, wer hier den Kohl frisst. Aber ich denke, es sind Mäuse. Ich habe das auch in Deutschland schon erlebt, dass die Mäuse Kohlblätter holen. Ja, der Mais ist jetzt kein Wintergemüse. Der ist auch schon ziemlich abgeerntet. Und ich esse den auch als frischen Mais, als Maiskolben, mache die restlichen noch ab. Heute gibt es einen im Salat wieder. Und das kommt dann auch raus. Hier ist auch nochmal, ja, leider Blumenkohl. Leider deswegen, weil ich nochmal viel Blumenkohl neu angezogen habe und jetzt wahnsinnig viel Blumenkohl habe und kein Brokkoli. Aber das kann ich alles noch nachholen. Rotkohl. Auch Weißkohl würde gern, doch ich persönlich mag lieber Rotkohl. Ich esse den auch als Salat, wie Weißkrautsalat, halt Rotkrautsalat mit Karotten und Kümmel. Da stehe ich total drauf. Ja, die Paprika, die blühen noch, die lasse ich auch stehen. Aber die reifen nicht so gut jetzt, wenn es kühler wird. Im Moment ist es noch sehr warm. Die Auberginen. Ja, die habe hier noch zwei dran, die will ich noch ernten. Dann kommen die auch raus. Hier hängen überall noch kleine dran, die blühen noch. Aber ich habe jetzt auch Auberginen einfrieren müssen. Das war mir jetzt auch zu viel. Die lasse ich auch nur noch, diese Tomaten lasse ich auch nur noch.
reif werden. Die steht schon ziemlich lange auch hier. Das ist die Great White Tomate, die hellgelbe. Ja, Paprika gehen schon. Die kriegen hier allerdings alle den falschen Mehltau, also der sich auf der Unterseite der Blätter befindet. Die fängt sich schon an zu färben. Ich habe ja auch schon zwei geerntet. Das ist die Paprika Karamell. Das ist eine Schokoladenpaprika von der Farbe her. Die ist ja braun, schokoladenbraun. Was auf jeden Fall ein Wintergemüse ist, ist Kopfsalat. Ich kann hier im Sommer sonst immer nur den Romana-Salat anpflanzen. Jetzt habe ich erstmal so im Oktober den roten. Den habe ich auch schon viel geerntet. Hier sind schon riesige Lücken entstanden. Da werde ich nochmal Zwiebeln nachsetzen. Und ja, den roten Kopfsalat, den grünen mache ich jetzt, wenn der Kalima vorbei ist und es nicht mehr so warm ist. Dann versuche ich auch mal über den Winter den grünen Kopfsalat. Ja, die hier, die Habaneros, Schärfe 1, ja, die liefern auch noch ganz gut. Hier habe ich noch mal Kichererbsen hingesetzt. Da bin ich mir nicht sicher, ob die noch was werden. Sind auch nur ein paar. Da kann es zu kühl werden für die jetzt im Winter. Ja, das ist ja die Filovita. Hier habe ich schon abgemacht. Hier habe ich schon geerntet Tomaten. Ja, ein paar Tomaten wird es im Winter geben. Ich halte die sehr dünn, mehr triebig nicht. Es werden nicht mehr so viele Tomaten werden wie im Sommer. Aber ich bin ja im Winter überhaupt froh, wenn ich ein paar Tomaten habe. Und muss mal sehen, wie sich das hier mit dem Mehltau entwickelt. Ob das was wird. Das hier ist alles Blumenkohl. 12 Pflanzen. Immer 2 Blumenkohl, 2 Tagetes, 2 Blumenkohl, 2 Tagetes. In der Hoffnung, dass die Stinkerli so ein bisschen den Kohlweißling abhalten. Aber da gehe ich dann auch mit Bacillus thuringiensis vor. Hier sind jetzt Bienen an dem Paprika, was mir gar nicht so recht ist. Die fliegen von einer Sorte zur nächsten und vermischen die mir. Das ist eine rote Blockpaprika. Ich hoffe, dass sie auch noch rot wird. Im Moment bei den Temperaturen sieht es gut aus. Paprika ist eigentlich nicht so das Wintergemüse. Aber Buschbohnen. Ich habe hier die gelben. 3 Pflanzen, mehr nicht. Und da hinten nochmal 3 violette. Das langt mir an Buschbohnen. Ja, das hatte ich vor 2 Jahren auch schon. Letztes Jahr ist ja der Winter hier ausgefallen. Das ist Leinsamen. Möchte ich auch wieder haben. Das sind die hier. Da wird jetzt schon, die sind jetzt schon alt, deswegen die tragen auch nicht mehr so gut. Die kommen dann auch bald raus. Die stehen ja hier seit Frühsommer, stehen die hier schon und liefern. Die sind im unreifen Zustand, wie man hier sieht, hellgelb und werden dann über Orange rot, reifen die nach rot ab. Habe ich jetzt hier einige, denn ich esse sehr gerne Paprika. Und guck mal, ob ich die über den Winter bringen kann. Das funktioniert besser als mit Tomaten. Hier habe ich nochmal Erbsen. Allerdings sind die hier nicht alle was geworden. Deswegen habe ich hier auch Lücken dazwischen. Ja. Also Erbsen, Kohl, Kopfsalate, dicke Bohnen sind auch Wintergemüse hier. Ja, die tragen im Winter eigentlich auch sehr gut. Die Melonenbirnen, bis jetzt habe ich hier noch nichts. Habe ich 2 Pflanzen. Die fangen immer sehr spät an, erst richtig zu tragen. Die kriegen jetzt hier Knospen. Die hier, das ist ein, ich hatte nur noch einen Samen. Nach dem Vulkanausbruch habe ich dann die hier gezogen. Und das ist auch ein Ableger von der hier. Also die Wurzeln total leicht und einfach, die man hier was abmacht. Und stellt das im Wasser, bekommt das sofort Wurzeln. Oder auch wenn die am Boden liegen, wurzeln die dann auch. Da hatten wir vor dem Vulkanausbruch, hatte ich 6 Pflanzen und das war viel zu viel. Wir kamen nicht hinterher.
Aber zu Obst, das gehört ja auch zum Obst, komme ich noch. Oder ich nehme das jetzt mal gerade mit, wenn das hier gerade so steht. Hier versuche ich mich mit Erdbeeren aus Samen gezogen. Hatte ich ja schon mal in Samurus. Die standen da hinten. Ich mache das jetzt hier auf diesem Tisch, denn die müssen eidechsensicher stehen. Sonst hat man keine Freude daran. Physalis gab es schon Ernte im Sommer. Aber im Winter gibt es bessere Ernte. Erstens ist es schon erstaunlich, vertragen die hier die Hitze im Sommer nicht so gut. Die mögen den Winter hier lieber. Und die Eidechsen fressen die dann auch nicht alle weg. Hier habe ich nochmal zwei Tomate Bichos. Die habe ich aus Samen gezogen. Die sind ein bisschen später dran natürlich, weil aus Samen ziehen dauert etwas länger. Aber hier hängen auch schon die ersten Tomaten dran. Süßkartoffeln werden immer was. Für die Melonen ist es jetzt auch schon spät, ist auch kein Wintergemüse. Kartoffeln sind hier auf alle Fälle auch Wintergemüse. Die lasse ich jetzt hier auch stehen. Hier hatte ich vorher Kartoffeln, dann hatte ich hier Kidneybohnen. Jetzt habe ich Karotten ausgesät. Und jetzt kommen die Kartoffeln nochmal bis da hinten hin. Jetzt kommen die nochmal, die ich anscheinend hier drin gelassen habe. Jetzt lasse ich sie hier auch. Das ist Chia. Das ist jetzt auch kein Wintergemüse. Ja, Petersilie wird hier im Winter extrem gut. Ich werde dazu auch die unreifen grünen Paprika nehmen noch. Deswegen brauche ich auch so viele Paprika, weil ich da immer Mojo Verde draus mache. Der hier ist, sieht aus wie vertrocknet, warum auch immer. Der ist vertrocknet, den mache ich raus. Da sind dann, hätte ich jetzt noch mal wühlen müssen, richtig. Denn dann sind hier oft, das habe ich nicht richtig geguckt, das, was die Wühlmäuse in Deutschland sind, sind hier so große Maden von so einem schwarzen Käfer. Aber der zieht sich sofort zurück. Da darf man nicht fummeln, muss gleich graben. Ich habe noch so viel angezogen, zum Glück. Da muss ich, ja, dran. Die haben die Hühner immer gern gefressen, aber wir holen uns jetzt auch wieder Hühner. Denn oben ist alles schon so ziemlich frei. Zwiebeln. Aber vor allem diese Salate hier. Hier sind schon wieder große Lücken. In die Lücken mache ich immer Zwiebeln, wo vorher Salat war. Und da, wo Zwiebeln waren, mache ich Salat rein oder mache neue Stellen auf. Denn hier gibt es ja auch wieder einen neuen freigelegten Schlauch. Da ist aber jetzt der Blumenkohl. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast durch. Das andere steht noch oben. Kann ich jetzt zeigen, sieht man aber noch nicht viel, nämlich Porree. Kohlrabi und Brokkoli, was ja eigentlich das hier schon sein sollte. Das sind hier so die Wintergemüse. Kohlsorten, Porree, Kopfsalate, Erbsen, dicke Bohnen, Buschbohnen werden hier im Sommer und im Winter was. Ja, und die Patrones, die ich jetzt gestern erst abgeerntet habe, deswegen hängen jetzt nur noch ganz kleine dran. Die werden im Winter auch ganz gut, weil die ja im unreifen kleinen Zustand bereits geerntet werden, nicht rot ausreifen. Denn ich lese immer, kleine Backpaprika seien das oder Bratpaprika. Nein, die können ganz schön groß werden und werden natürlich auch rot, wenn man sie lässt. Aber sie werden in so einem kleinen, also nicht jetzt in dieser Größe, das ist schon zu klein, aber ja, in dieser Größe schon fast. Hier haben wir doch eine gehabt. Die schon eine recht erntegroße Größe wieder hatte. Geerntet, ja, die hier vielleicht so ein bisschen größer lässt man sie schon werden als die hier jetzt. Und dann werden die bereits abgemacht. Aber dazu habe ich bereits ein Rezept gemacht. Nicht zu vergessen die Karotten, die ich sowohl in den Samurus hier ziehe,
weil ich mir das mit dem steinigen Boden etwas schwierig ist, als auch der Versuch jetzt mal in die Erde. Das sind lange Karotten, ich habe jetzt aber mir neue bestellt, kurze, und da schaue ich mal, ob das hier besser geht. Und wir kommen jetzt noch mal zum Obst. Im Winter, da haben wir die Physalis. Wir haben oft auch noch Erdbeeren, die jetzt tragen noch nichts. Himbeeren haben wir oft auch im Winter. Das sind die beiden, die aus Deutschland überlebt haben, die ja nicht so gut aussehen. Die sind hier stehen geblieben. Eigentlich hatte ich hier alles mit denen voll. Und das sind zwei Pflanzen, die ich geschenkt bekommen habe. Und ich muss sagen, die sind ja schon gigantisch, was wir hier schon abgeerntet haben. Also für hiesige Verhältnisse in Deutschland habe ich natürlich wesentlich mehr Himbeeren gehabt. Und die sind echt richtig lecker. Gleich sind es auch Herbsthimbeeren, die also im ersten Jahr schon blühen, wo die Rute im ersten Jahr schon blüht. Das sind Sommerhimbeeren, die blühen erst im zweiten Jahr. Und das kann sein, dass die sich hier besonders schwer tun, weil die nicht wissen, wann das zweite Jahr ist, weil sie keinen Winter hatten. Aber geerntet habe ich von denen hier auch schon. Ja, die Pfirsiche, die fangen erst so wieder im Februar an zu blühen. Januar, Februar fangen die an. Die verlieren ja auch hier ihre Blätter, genauso wie die Äpfel. Aber hier gibt es, ob der noch so wird, der ist auch laublos hier. Der bleibt klein. Aber die beiden hier, die werden was. Also von den Bäumen haben wir jetzt noch nicht so viel Obst. Was wir gut haben im Moment sind Granatäpfel. Und Papayas werden auch noch mal gut kommen. Ansonsten haben wir leider auch keine Mangos. Normalerweise hat man um die Jahreszeit hier Mangos. Aber dieser Baum hat dieses Jahr nicht geblüht, was auch schlecht möglich war. Hier haben wir jetzt nur noch zwei, glaube ich. Der Rest ist schon abgeerntet. Es sind nur noch zwei. Aber wir haben jetzt hier bestimmt so, ach, da hingen auch noch welche. Ja, so acht ungefähr hatten wir hier jetzt. Und das war es schon mit dem Obst. Limetten wird es geben. Aber auch nur, weil der Baum neu hier hingesetzt wurde. Der war zu Vulkanzeiten noch nicht da. Und Bananen eventuell nächstes Jahr. So, das war es hier jetzt zum Wintergemüse hier. Es wäre natürlich auch möglich, noch rote Beete, auf alle Fälle Pastinaken. Ja, Grünkohl, Rosenkohl, weiß ich nicht, ob das hier funktionieren würde. Feldsalat, weiß ich auch nicht. Ist auch nicht so mein Ding, habe ich in Deutschland gerne gehabt, hier jetzt nicht so. Ich esse lieber Kopfsalat. Und das ist im Winter hier schon toll, mal nicht nur Romana, sondern mal so ein ganz, auch die anderen zarten Kopfsalate zu essen. Ja, und Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi, Erbsen, dicke Bohnen, Porree, das ist hier das, was ich im Winter nur anbauen kann hier. Im Sommer wird das hier nichts.